Meine wunderschönen Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge God of War. Für uns geht es jetzt heute weiter nach Muspelheim. Wir haben Alfheim und Helheim unsicher gemacht, bzw. sicher gemacht. Wir haben die Valkyren besiegt, zwei Stück in einer Folge. Auch wenn die alten Zicken mir manchmal so ein bisschen Probleme bereiten, wenn sie mir ihren Stiefel in den Hals rammen. Aber am Ende zählt ja nur, dass wir sie besiegt haben. Und ich wollte mal ganz kurz hier bei den beiden Jungs vorbeischauen. Und zwar folgendes. Es geht um die Talismänner. Rüstung, genau. Ich habe den Talisman des ungebundenen Potenzials. Der ist blau, der ist maximal verbessert und er hat einen sehr, sehr, sehr starken Effekt, finde ich. Einerseits einen passiven Effekt für Runenkraft und dann auch noch diesen Abklingzeiten-Effekt, mit dem wir relativ oft einfach komplett alle Cooldowns zurücksetzen können. Und dann kann ich halt einfach mit den Klingen und mit der Axt nochmal alle Aktionen machen und das ist natürlich schon ziemlich, ziemlich stark. Aber trotzdem habe ich gesehen, dass die Talismänner, diese Talismänner hier, also die Orangenen, dass die tatsächlich teilweise Sockelplätze haben. Zum Beispiel Aegis Schutz hat einen Zauberplatz und wenn wir die verbessern, sogar zwei. Genauso auch hier der zerbrochene Panzerhandschuh der Zeiten. Und dann habe ich noch gelesen im Internet, dass dieser zerbrochene Panzerhandschuh der Zeiten wohl relativ stark ist, wenn wir den upgraden. Da steht ja nur eine uralte Reliquie Heels, die im Ganzen für zu mächtig gehalten wurde. Das ist ja schon mal gut, ja? Zu mächtig klingt schon mal ordentlich. Fragmente ihrer früheren Stärke liegen verstreut in den Welten. Und dieser Panzerhandschuh ist wohl eine Hommage oder ein Easter Egg an den Handschuh von Thanos aus, ja, aus Avengers und so. Jedenfalls würde ich den gerne mal verbessern. Dafür brauchen wir Drachentränen, Hacksilber und Weltenstaub. So, jetzt hat er auf jeden Fall einen Sockel mehr. Jetzt hat er zwei Sockel. Und meine momentane Hardskate hat gar keinen Sockel. Man darf also nicht nur auf die Werte gucken, sondern man muss ja auch bedenken, dass ich damit jetzt zwei Zauber mehr reintun kann. Und das macht ja nochmal einiges aus an Werten, an Boni und so. Deswegen, der hat dann drei Zauberplätze. Ja, da kannst du ja theoretisch sonst was an Runenkraft reinballern mit Zaubern. Das darf man eben auch nicht vergessen. Nochmal drei Drachentränen, Weltenstaub und Hacksilber. Damit ist der jetzt auf Maximum. Er bringt immer noch nur Abwehr, aber die drei Zauberplätze machen das, glaube ich, locker wett. Klar, ich verliere erstmal 17 Runenkraft, die meine Halskette momentan hat, und ich verliere natürlich auch diesen supergeilen Effekt mit den Cooldowns. Aber wenn wir jetzt den zerbrochenen Handschuh anziehen hier, dann haben wir drei Zauberplätze. Und da tun wir jetzt rein Ivaldis verdorbenen Verstand, das mit den 15 Metern Umkreis. Ja, man darf das nicht übersehen. Ich hab da nie so drüber nachgedacht, aber die Kette hat ja nur 17 Abwehr. Aber jetzt alleine mit dem Ding kriege ich ja zum Beispiel schon Stärke, Runen, Abwehr, Vitalität und noch einen Bonus dazu. Außerdem tun wir da rein Andvaris Seele. Auch das passt natürlich ganz gut zu so einem Thanos-Handschuh-mäßigen. So, jetzt haben wir also hier drei Stück, die ich jetzt also in meiner Rüstung quasi nicht mehr reintun muss. Das heißt, wir haben drei zusätzliche jetzt und dann kann ich in meine Rüstung hier wieder Sachen reintun. Bin mir da nicht ganz sicher, aber theoretisch die Halskette kann ich ja auch verwenden. Holy shit, okay. Also das gerade war die Fähigkeit von meiner Halskette. Also die hat natürlich einen Cooldown, das seht ihr unten links. Und die Fähigkeit, die vorher meine Halskette hatte, war halt einfach, dass ich alle Cooldowns von meinen Waffenfähigkeiten wieder auf zurückgesetzt kriege und direkt nochmal benutzen kann. Das ist auch stark. Aber das gerade sah schon ziemlich fett aus. Also das müssen wir dann natürlich mal im Kampf ausprobieren. Trifft sich ja gut, dass wir jetzt unterwegs sind nach Muspelheim, weil da gibt es fast nichts anderes als Kampf. Insofern bietet sich das natürlich an. Also wir werden mal in Muspelheim vorbeischauen und zeigen denen mal unsere neue Halskette. Das sah ja auf jeden Fall schon mal richtig geil aus. Ich bin gespannt. Okay, auf uns wartet jedenfalls Muspelheim. Das würde ich jetzt gerne mal abschließen. Ich weiß nicht, ob wir das heute abgeschlossen kriegen. Vermutlich nicht, gerade wenn die Kämpfe da noch schwer werden, die da noch kommen. Aber das ist jetzt einfach logischerweise das Nächste. Jetzt, wo wir Helheim und Alfheim auf 100% haben, wartet jetzt natürlich Muspelheim auf uns. In Muspelheim waren wir auch schon länger nicht mehr, ne? Da waren wir mal irgendwann, weil wir, also als wir das freigeschaltet haben, wollte ich mal vorbeigucken. Haben wir auch ein bisschen was gefarmt, ein, zwei Rüstungsteile. Und dann habe ich gesagt, das machen wir dann später nochmal weiter. Und habe ich mich immer nicht getraut, weil Annika Muspelheim nicht mochte. Weil das halt nur Kämpfen ist. Aber jetzt machen wir ja alle Welten fertig nacheinander. Insofern jetzt natürlich dann auch Muspelheim. Ne, Jungs, seid ihr meiner Meinung? Wir können theoretisch auch die Griffe von der Axt verbessern, von den Klingen verbessern und sowas. Aber ich warte lieber noch ein bisschen, was wir da noch für Teile kriegen. Ich glaube nämlich, dass wir auch noch das Set von den Valkyren irgendwann vollständig kriegen. Und dann will ich lieber noch die Materialien haben, um das zu upgraden. Ich glaube, von hier unten können wir direkt hochreisen. Dann müssen wir den ganzen Weg nicht langklettern und langlaufen, sondern können direkt nach oben teleportieren. Arena 2, Arena 3, Arena 4, Arena 1. Genau, wir reisen zur Arena 4. Zurück in Muspelheim. Ihr erinnert euch, das ist die Feuerwelt und in der Feuerwelt hier gibt es Kämpfe gegen starke Gegner. Und hier diese Arena haben wir auch schon gecleared. Hier sind wir schon fertig. Sehr feurig böse. Die Kiste ist nämlich schon geplündert. Das heißt, wo ging es weiter? Hier hoch? Ich glaube, hier geht's hoch. Ich glaube, hier waren wir noch nicht.
Es müssten erstmal weitere Arena-Kämpfe kommen. Ich denke mal, es gibt am Ende auch irgendwie noch einen Oberchef hier. Ich kann kaum den Bogen halten. Und mir juckt die Nase. Ich wette, es gibt auch noch einen Oberchef von Muspelheim, den wir dann am Ende noch besiegen müssen. Ich meine, wir sind natürlich jetzt deutlich besser equipped als damals, als wir hier waren. Und selbst damals habe ich es ja irgendwie hinbekommen. Insofern, ich weiß halt auch nicht, wie sehr die mit uns skalieren. Es kann natürlich sein, dass die jetzt immer noch schwer sind, weil die jetzt einfach mitskaliert sind sozusagen. Aber wir schauen mal. Ich habe das nächste Schwert. Ja, hier ist das nächste Schwert. Okay, Freunde. Sind wir bereit? Wir sind bereit, ne? Wir versuchen unser Bestes. ...100 Gegner besiegen. Bereit. Okay. Bereit. Oh, du meinst den Jungen, klar. Wir hatten schon Kämpfe, wo wir einfach 5 Minuten überleben mussten. Wir hatten Kämpfe gegen starke Gegner. Heute müssen wir einfach nur 100 Gegner besiegen. Das kann leicht werden, das kann auch hart werden. So, hier in der Feuerwelt macht es wahrscheinlich Sinn, die Axt zu benutzen, weil gegen Feuergegner ist die Axt stärker als die Klinge. So, wir hacken einfach mal ein bisschen durch, gerade hier am Anfang, da ist natürlich noch nicht so schwierig. 98 Gegner sind es noch, aber... Es dauert halt ein bisschen am Anfang. 97. Also wenn das mit dem Tempo weitergeht, dann sitzen wir hier relativ lange. Das kann ich hier alles noch ohne Skills einfach mit meiner Axt machen. Ich hau einfach meine Axt ein bisschen rein. Das reicht noch locker aus. Sobald dann hier auch noch solche Feuerschmeißer und so kommen, wird das Ganze ein bisschen härter. Ich entfessel mal die Wölfe, dann können die schon mal auf Cooldown gehen. Ja. Und dann benutze ich mal meine Halskette. Wow. Das ist schon geil. Ich glaube, die neue Halskette, an die werde ich mich gewöhnen. Ich glaube, mir gefällt sie. Es geht ja, wie gesagt, auch nicht nur um diesen starken Skill, den ich gerade benutzt habe. Wir haben quasi einen weiteren starken Skill jetzt, den wir jederzeit benutzen können. Aber darum geht es ja primär gar nicht, sondern dazu haben wir ja auch noch, ja, viel mehr Boni und Werte und sowas. Allein schon dadurch, dass wir 3 Zauber mehr mitnehmen können. Das darf man halt auch nicht vergessen. Und zusätzlich noch diesen starken Skill, der auch nochmal Schaden macht. Das ist schon geil. So, die ersten 10% hätten wir abgeschlossen. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Vor allem da hinten kommt ein Springer. Ich weiß nicht, jetzt wird es ein bisschen härter hier mit den Gegnern, habe ich das Gefühl. So. Okay. Also der Springer hat auf jeden Fall Spaß. Der hat Bock, mich ordentlich zu verprügeln. Ich sehe das schon. Ich sehe das schon, Kollege. Ja, ja. Pass auf, wir machen auch mal mit dir mal die Halskette. So, okay, es kommen also auch durchaus starke Gegner. Gerade so ein Springer hier, der dauert ein bisschen. Auftrag abgeschlossen. Au, abgesprungen. Wahrscheinlich, nee, ausgesprungen. Wahrscheinlich habe ich jetzt so und so viele Springer getötet. So. Gott sei Dank hat er uns auch ein bisschen was fallen lassen. 87. Es dauert aber noch ganz schön lange. Und langsam kommen auch schon stärkere Gegner hier. Also das kann ein bisschen dauern. Soweit läuft es ja eigentlich auch ganz ordentlich. Ich kann mich nicht beschweren. Es dauert nur halt. Wir haben jetzt erst 16 Gegner ausgeschaltet. 16 Gegner haben wir erst. Bei aller Liebe, das wird ein bisschen dauern hier, das Ganze. So, wir machen wieder die Halskette. Boah, die Halskette hat sogar relativ wenig Cooldown. Und schaut mal, wie stark die ist. Zack, kann ich ihn auseinanderreißen. Das war alles nur den auch hier. Das war nur die Halskette. Also, es ist ein sehr starker Zauber, der noch oben drauf kommt. Das gefällt mir. So, Wölfe sind auch wieder bereit. Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt gerade die Frostwölfe benutze und die Frostattacken vom Jungen und meine Axt statt den Feuerdingern. Das ist so ein bisschen so, dass eigentlich die Axt, die ist ja Frost und stark gegen Feuergegner. Und die Klingen, die sind ja flammend und stark gegen Frostgegner und sowas. Deswegen dachte ich mal, bietet sich das an, hier die Axt mal wieder ein bisschen zu benutzen. Ich glaube, dass sie hier in Muspelheim stärker ist als die Klingen. Also ich würde sagen, 25% sind geschafft, aber wir sind auch schon eine ganze Weile unterwegs. Natürlich schneide ich das auch, aber ich kämpfe jetzt hier schon alleine bestimmt 5 bis 10 Minuten. Und wir haben gerade mal ein Viertel hinter uns gebracht. Also wenn da nicht irgendwann noch eine ganze Menge kleiner Gegner kommen, dann dauert das Ganze hier aber ganz schön lange.
29%. Jeder Gegner ist 1%. Wir müssen 100 Gegner ausschalten. 100! Das ist verdammt viel. So, die Attacke war natürlich komplett verschwendet. Schade. Stellt euch vor, wir besiegen 99 Gegner. Und als 100. Gegner kommt irgendwas richtig Hartes und dann stirbst du. Und dann darfst du alles nochmal machen. Wobei ich sagen muss, zwei Springer auf einmal ist jetzt auch schon nicht so ganz ohne. Ist auch nicht so ganz ohne. Ach so, und das sind nicht nur Springer, sondern da kommen auch noch andere Eisgegner mit. Also zwei Eisgegner, zwei, drei Eisgegner und dann obendrauf auch noch Springer. Das wäre es nicht schon genug, ne? So, den hier haben wir aber jetzt. Ein Springer ist jetzt down. Das ist gut, der droppt mir auch was, der droppt mir Rage. Jetzt habe ich übrigens auf die Chaos-Klingen gewechselt, ihr seht es schon, weil jetzt sind nämlich Frostgegner am Start. Da wiederum sind dann die Chaos-Klingen besser als die Axt, also man muss auch während dem Kampf dann wechseln. So, wir müssen mal den Springer loswerden, der geht mir ja richtig auf die Klöten. Okay, Springer ist weg. Soweit alles gut. Ich habe aber nur noch die Hälfte Leben. 40% sind geschafft. Jetzt kommen wieder Feuergegner. Das heißt, wir wechseln wieder. So, Wölfe. Frostwölfe in dem Fall natürlich. Ups, nein, die Rage wollte ich gar nicht benutzen. Ah, egal. Wir reißen mal ein bisschen was auseinander. Ich kann eigentlich den Schaden, die Rage mal ein bisschen zu benutzen, dann kann die wieder voll werden. Eigentlich eine ganz gute Idee, die Rage mal zu verwenden. Weil wenn ich sie jetzt mal benutze, ich habe halt die ganze Zeit gedacht, ich bewahre mir die lieber auf, ja, für die Not. Wenn ich dann mal irgendwie zu viel Schaden kriege, habe ich die Rage, aber es macht auch Sinn, sie ab und zu benutzen. So, die Hälfte ist fast geschafft. Wir sind schon lange dabei. Und jetzt ist erst die Hälfte geschafft. Aber es kommen auch langsam mehr Gegner, glaube ich. Und jetzt wird es ein bisschen netter. Jetzt, oh, ein Oger. Ich sehe zwei Oger. Oh, ich sehe drei Oger. Oh Gott, Leute. Ach du Scheiße. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst, hier mir drei Oger ins Gesicht zu hauen, oder? Doch, das ist deren Ernst. Die hauen mir einfach mal so drei Oger in die Fresse. Na gut, Oger sind machbar, aber es sind drei Stück. Es sind drei Stück. Boah, Leute. Wenn ich nicht so starke Waffen hätte, Mensch. Drei fucking Oger auf einmal. Ja, Dickerchen. Sterben musst du. Sterben musst du. Also das wird auf jeden Fall der längste Kampf bisher in diesem Spiel für uns, wenn ich ihn überlebe. 55% haben wir überlebt, aber wenn jetzt schon bei der Hälfte mal eben so drei Oger auf einmal kommen, weiß ich gar nicht, ob ich wissen will, was da noch kommt. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Freunde, 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 es wird immer weniger. Wir schließen ja auch einen Auftrag nach dem anderen ab. Den Oberauftrag, Ogerauftrag haben wir abgeschlossen, den Springerauftrag haben wir abgeschlossen, den Draugerauftrag haben wir abgeschlossen. Einfach, weil wir so viele von denen ausschalten hier. Und damit ist auch ein Drittel, oder nur noch ein Drittel übrig. Wir sind bei 31. Alles machbar, es ist alles machbar. Ich habe nur Angst vor dem, was am Ende kommt. Alles hier jetzt so an Zwischengegnern, kein Problem. Kriegen wir ausgeschaltet. Aber was wird da als letzter Gegner kommen? Ein Troll wahrscheinlich. Wahrscheinlich ein Troll. Einfach, um mich zu trollen. Das ist auf jeden Fall mit Abstand der längste Kampf bisher im Spiel. Zumindest der längste Kampf bisher im Spiel ohne zu sterben. Also gegen die Walküre habe ich schon länger gekämpft, aber halt mit Sterben zwischendrin. Das ist der längste Kampf mit einem Leben quasi. 21 noch.
Schattenkrieger. Noch ein Auftrag abgeschlossen. Also dafür ist das Ganze auf jeden Fall gut. Ich habe jetzt schon... Oh, Ogre, komm wieder. Ich habe jetzt schon bestimmt 4 Aufträge abgeschlossen, was Gegnertöten angeht. So, Halskette. Sehr schön. Okay, den Ogre haben wir schon. Das ging relativ flott. Den schnappen wir uns und gehen den anderen damit verprügeln. 20 Gegner noch. So, wir hauen mal den Springer damit um. Jawohl, den Springer haben wir und den... den Springer haben wir fast verprügelt und den Ogre haben wir. Oh, shit. Ja, doch, Ogre haben wir, Springer haben wir und wir kriegen sogar ein bisschen Leben wieder. 18 Gegner noch, Freunde. Also ohne Schneiden wäre das jetzt quasi schon ein Part hier. Ich bin jetzt schon 30 Minuten am Aufnehmen heute. Und das ist alles noch der eine Kampf. Und es ist immer noch nicht sicher, ob wir das Ganze am Ende überleben. Verrückt. Einfach nur verrückt. Gleich sind wir im finalen Counter und der letzten 10. Gleich sind wir im finalen Counter. Freunde, 12 Stück. 12 Stück. 11 Stück. Okay, 10. 9. Und. Und. 8. Na komm, 8. Jawohl. 8. Und jetzt die Halskette. Jawohl. Ah, der Springer kommt auch noch zwischendrin. Will auch nochmal Ärger machen. 7. 7. Vielleicht kommt auch gar kein starker Endgegner. Kann's mir fast nicht vorstellen. Aber vielleicht kommt gar kein starker Endgegner. 6. 5. Rage aktivieren! Rage aktivieren und die Prügel raushauen hier. Komm schon, Mann. Du bist die Nummer 3. Der Springer wird verprügelt. Der wird verprügelt. 3. Und Stein ins Gesicht. Komm schon. Bam! 2. Und... 1. Und... Jedes Mal wird's etwas leichter, stimmt's? Also, ich werde euch mal einblenden, wie lang... Ups, hör auf zu schlagen. Ich werde euch mal einblenden, wie lang der Kampf jetzt hier ungeschnitten gedauert hat. Wir haben es im ersten Versuch geschafft, aber es waren halt 100 Gegner, teilweise schwere Gegner. Und die Aufnahme läuft jetzt schon eine halbe Stunde. Ich werde natürlich ein bisschen schneiden, aber das war, glaube ich, der bisher längste Kampf in diesem Spiel. 100 Gegner. Zwar bestimmt, also ich würde schätzen, vielleicht so 20 Minuten. Alter Schwede, was ein Kampf. Aber wir haben es geschafft und das im ersten Versuch. Ich hatte nur die ganze Zeit die Sorge, ja, die ganzen normalen Gegner, kein Problem. Ich hatte nur die ganze Zeit die Sorge, dass am Ende irgendwie was richtig Dickes kommt und ich dann irgendwie blöd sterbe und alles nochmal machen muss. Das hätte ja auch passieren können. Aber es kam gar kein harter Endgegner. Die Trolle zwischendrin und die Springer waren noch das Härteste. Okay. Wir kriegen schwelende Glut, Hacksilber, Feuerwappen, all das Zeug, was wir hier in Muspelheim so besorgen können. Und ja, stimmt, es geht ja noch weiter. Es kommt ja dann noch die nächste Challenge, so war es ja. Das war ja nur der Anfang, ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt 200 Gegner besiegen oder so. Die Gegner dürfen Atreus nicht fangen. Das Tor ist zu. Mach dich bereit, Junge. Okay, das heißt, ich muss auf den Jungen aufpassen die ganze Zeit. Okay. Mal gucken, wie schwierig das wird. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie sehr der Junge auf sich selber aufpassen kann. Ich muss auf jeden Fall die ganze Zeit bei ihm bleiben wahrscheinlich. Damit die ihn nicht fangen. Nicht weggehen. Du bleibst schön bei mir. Ich kann das halt nicht einschätzen, wann die den Jungen fangen. Also manchmal fangen die Gegner den Jungen. Ich weiß aber nicht, wann das passiert oder nicht passiert. Ich habe da keine Ahnung, wie wahrscheinlich das ist, dass sie den fangen. Oder wann die das machen. Oder wie ich das verhindern kann, ich habe keine Ahnung. Normalerweise juckt mich das nicht, wenn die den fangen, weil der da eigentlich nie Probleme hat. Und das auch immer überlebt. Und ich weiß auch nicht, wie viele Gegner wir töten müssen, das ist auch gemein. Das kann jetzt hier sehr kurz sein, aber es kann auch sehr lange dauern. Wir haben keinerlei Zeitanzeige. Welle abgeschlossen.
Okay, also es gibt Wellen. Oh, Oger. Hallöchen. Ja, der Oger, der kann tatsächlich den Jungen fangen. Da muss ich aufpassen. Die Oger, die fangen den Jungen manchmal. So, jetzt reicht's mir mal hier, Jungs. Weg von meinem Jungen. Ich hab die ganze Zeit nur Schiss, dass jemand an meinen Jungen geht, ne? Ich hab gar nicht so ein Problem mit den Gegnern, aber ich hab die ganze Zeit Angst, dass sie an meinen Jungen ran wollen. Könnte ich dem Jungen nicht aber sagen, komm, verzieh dich, ich mach das alleine? Dann haben wir das Problem nicht. Wow, okay. So, ich glaube, der Oger ist schon tot. Ja, die Attacke war ein bisschen übertrieben jetzt. Der war schon Geschichte. Junge, schön bei mir bleiben. Er ist immer noch nicht gefangen genommen worden. Das ist gut. Okay. Welle abgeschlossen. Wachsam bleiben. Es scheint mir fast so, als wäre diese zweite Challenge hier leichter. Die dauert nicht so lange wie die erste. Sehr gut. Die haben wir runtergeschmissen. Jetzt kommt, glaube ich, noch ein Springer und sowas. Ja, jetzt kommt ein Springer. Oh nein! Die haben den Jungen. Oder? Er hat ihn auf jeden Fall gerade einmal hochgehoben. Ich weiß nicht, ob das schon zählt. Anscheinend habe ich ja immer noch null, aber er hat ihn auf jeden Fall hochgehoben. Er hat den Jungen hochgehoben, aber es hat nicht gezählt als Gefangennahme. Okay, wir sind immer noch bei null. Obwohl der Junge zwischendrin gefangen war, oder zumindest kurzzeitig von ihm drin war, in dem Griff drin war. Wow, das war toll. Das hat geklappt. Ah, das war deutlich leichter, zumindest von der Zeit her, deutlich schneller zu erledigen als die erste Challenge. Der Junge wurde nicht ein einziges Mal gefangen genommen. Das ist gut. Das lief ordentlich. Also das war auch mal eine neue Taktik. Wir hatten jetzt schon verschiedene Sachen, ne, von wegen, die Gegner regenerieren sehr schnell. Du musst 5 Minuten überleben. Ach so, das war's mit der Arena hier, ne? Na, okay. Jetzt geht's weiter. Oder du musst von der Gegner ausscheiden, aber dass Atreus nicht gefangen genommen werden darf, war jetzt auch mal eine neue Challenge. Ging aber ja. Bis auf das eine, wo es jetzt gerade knapp war, haben wir es ja gut geschafft. Okay, weiter geht's zur nächsten Arena. Das war meine Armbehaarung. Ja, es heißt hier, du musst schon aufpassen, Junge, sonst wird dein Arm abrasiert, abgefackelt. Ach, guck mal hier, hier ist das nächste Tor. Hier können wir dann wieder hin teleportieren, dann sparen wir uns den Weg. Und hier geht's weiter zur nächsten Arena. Die werden wir jetzt aber heute wahrscheinlich gar nicht mehr schaffen. Das hat jetzt schon relativ lang gedauert. Vielleicht machen wir einfach diese Arena jetzt in einem Part und dann die nächste Arena in einem Part. Also, jetzt brennt mir echt die Augen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele überhaupt noch kommen. Wäre auch keine richtige Prüfung ohne Herausforderung, stimmt's? Wie viele Arenen kommen denn überhaupt noch? Oder wie viele haben wir denn jetzt schon? 4? 5? Es geht auf jeden Fall immer weiter hoch. Das Ziel ist ja im Endeffekt, dann muss bleiben, die Spitze des Berges, die Spitze des Vulkans zu erklimmen. Das ist dein Schwert? Ja. Welches ist das? Das 5? Ich glaube, das ist das 5. Warte mal, was sagt denn die Karte? Arena 5, genau. 6 mystische Tore, wir haben jetzt 5 entdeckt, also vermute ich, dass es nach der Arena, die wir jetzt hier machen, noch eine weitere gibt und dann wahrscheinlich noch irgendwie ein Finale, einen Endgegner und dann ist Muspelheim auch abgeschlossen. Nur, das Schwert wird ja auch nochmal 2 Challenges haben, die jetzt noch beide zu machen und dann noch den Gipfel, das werden wir nicht hinkriegen. Ich werde aber mal ganz kurz gucken zumindest, was das für eine Challenge ist. Ich will wissen, was die Aufgabe ist. Aber wir werden sie wahrscheinlich beim nächsten Mal machen. Gegner töten, um das Zeitlimit zu erhöhen. Sei bereit, Junge. Das bin ich. Gegner besiegen. Das heißt, normalerweise haben wir jetzt eine Minute Zeit. Wenn die Zeit abgelaufen ist, haben wir verloren. Wenn ich Gegner ausschalte, geht die Zeit höher. Okay, okay, okay. Das heißt, wir müssen Gegner töten. Wenn wir Gegner töten, dann wird die Zeit verlängert. Und wir brauchen natürlich Zeit, damit der Timer nicht abläuft, ne? Okay. Verständlich.
Okay. Jetzt habe ich gesagt, wir machen es beim nächsten Mal. Jetzt fange ich die Challenge doch noch an. Ich weiß halt nicht, wie lange die dauert. Die erste eben hat ja mal eben 20 Minuten gedauert, aber vielleicht war die auch besonders lang. Die war bestimmt einfach nur besonders lang eben. Vielleicht können wir die erste noch machen hier. So, die Dinger packe ich ja easy auseinander hier. Die müssen wir einfach nur aus der Luft fischen mit unseren Klingen hier. Zack, zack. Und was haben wir hier Schönes? Oh, Wölfe. Vulva. Die kommen auch nicht so oft. Relativ selten, die Gegner. Habe ich noch nicht oft im Spiel gesehen, die Vulva. Und vor allem, wenn diese der Dinger hier in die reingehen würden, dann hätten wir ein Problem, glaube ich. Auftrag abgeschlossen. Boah, diese Folge haben wir so viele Aufträge abgeschlossen. Das ist unfassbar. Bestimmt 5-6 Stück haben wir abgeschlossen. Fünf, sechs Aufträge haben wir abgeschlossen. Ogre, Springer, Drauger, Vulva, also alles. Alles haben wir in dieser Folge an Aufträgen abgeschlossen quasi. Oh, Hallöchen. Eieiei, ein Vergessener. Wo kommst du denn jetzt auf einmal her, Kollege? Erzähl mir doch nix. Wo kommt der auf einmal her, ey? Das macht's natürlich auch nicht unbedingt besser. Vor allem, weil wir den ja auch besiegen müssen innerhalb von einer bestimmten Zeit. Ach, Freunde. Muspelheim ist schon eine ganz eigene Nummer, ne? So, den können wir auch mal auseinanderhauen hier. Wir brauchten halt auch eine gewisse Zeit, um den zu besiegen. Vielleicht ist das sogar der letzte Gegner. Ja, tatsächlich. Ich finde, das könnt ihr jetzt richtig gut. Ohne Spaß, wir können es wirklich richtig gut. Ich bin begeistert. Ich habe gedacht, wir gucken nur mal, was es für eine Challenge ist. Haben wir noch eben hier die erste Challenge weggeballert. Also man muss die Gegner töten, um Zeit zu kriegen. Und gerade bei dem Verschlinger, wenn man da jetzt ein bisschen länger braucht und dann die Zeit ausläuft, dann hat man natürlich ein Problem. Aber die beiden Challenges, die wir jetzt zuletzt gemacht haben, waren eigentlich beide kein Thema. Die erste Challenge war mit Abstand die krasseste, weil die so lange gedauert hat. Okay, holen wir uns noch die Belohnung. Drei Stück in einem Part finde ich auch mehr als in Ordnung. Und dann werden wir beim nächsten Mal hier noch die zweite machen. Es gibt wahrscheinlich hier noch eine zweite, oder? Genau. Machen wir hier noch die zweite und dann geht's weiter noch zur letzten Arena. Soweit erstmal dazu. Lasst ein Däumchen da, wir sehen uns wieder bei God of War, euer Walle aus Muspelheim. Bye, bye.